Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, ihr seht schon, wir sind schon auf einem Escape-Flug Richtung Duna. Jetzt müssen wir nur noch dort ankommen und das heißt Vorspulen 197 Tage. Wir tun mal mehr Vorspulen. 200, also du hast ein Jahr Flugzeit. Heftig. Hier Vorspulen. Wir haben eh alle Electronics ausgefahren. Technik schaut gut aus. Verbindung ist jetzt nicht mehr die stärkste. Das könnte natürlich problematisch werden. 55%. Und wir sind noch nicht mehr wirklich weit entfernt. Also, da brauchen wir stärkere Satelliten vielleicht noch auf dem Weg. Die dort die... Oh, 8 Mbit pro Sekunde. BPS und es geht auf 4 runter. Wir könnten, wenn es blöd ist, die Verbindung sogar verlieren. Aber wir könnten... Genau, das war meine Vermutung, dass wir einfach umschalten. Auf die Umlauf, beziehungsweise auf die Verbindung über unseren Satelliten, die jetzt auch nicht so gut zu scheinen scheint. Da ist er wieder. Ist er wieder weg. Da ist er wieder. Aber er sagt auch, dass die Verbindung jetzt nicht so hervorragend ist. Aber besser, als ob sie komplett weg wäre. Wir haben volle Sondensteuerung und jetzt halt verbessert sich es aus. Wir sind einfach zu weit weg gewesen von dem Satelliten. Hier Vorsprung, wir sind jetzt. Könnte dann relativ gut sagen, dass wir ein Jahr unterwegs waren, wenn wir direkt Richtung Duna burnen können. Du brauchst mindestens ein Jahr Rationen, um hinzufliegen. Zurück nochmal ein Jahr. Zwischen 6 und 2,5, 3 Jahre. Sachen brauchst du ungefähr. Das ist wieder genau das, was ich hasse. Wir sind wieder genau auf dem Zwischenpunkt. So, Sondensteuerung. Sondensteuerung gegenläufig bitte machen. 2 Stunden, 3 Stunden. Minus. Oh fuck, wir haben SES an. Ups. Das war jetzt nicht mein Plan, Manöver hinzufügen. Oh, das war zu viel. Wie hoch sind wir? Ja, das locker aus 1000. Uff. Hups. Ja. Nee, das war vielleicht du. Ja. Wie war das mit, wir brauchen noch viel Schub? Hier, vorspulen. Ich habe gerade genug Tank dabei und nachfüllen kann ich dann meine Rakete zurück auch nicht mehr. Oh, das ist ungut. Direkter Burn-Versuch wieder hier hervorspulen. Komm schon, ich hätte gern Verbindung zum oberen Satelliten. Das ist jetzt kacke. Auf der einen Seite sind wir da mit Rationen und allem drum und dran, aber wir werden keinen Tank mehr haben. Was, wie ich finde, mir mal total beschissen ist hierher. Nein, ich kann man lieber hier hinzufügen. Ich wollte hierher vorspulen. So. Und jetzt einfach mal Vollburst. Jetzt müssen wir mal in die Umlaufbahn erstmal reinkommen. Unangenehm, würde ich mal sagen. Unangenehm. Das ist fast unser kompletter Sprit, der da jetzt drauf geht. Oh, und dann sitze ich auch noch im falschen Orbit. Wir haben so viel Müll am Ende im Orbit von Duna wahrscheinlich. So viel Müll. Oh, da geht der Tank leer.
brauchen mehr Booster oder vielleicht noch eine Zwischenstage über unserem aktuellen Standard-Booster. So dass du einen hast, der dich in den Orbit bringt, einer, der dich rausballert und einer, der dich wieder bremst. Gott, das wird kompliziert. Aber man sieht ja, das Einfangen braucht allein 1000 MS pro Sekunde. Oder 1000 MS halt. Was dezent viel ist. Und schön, dass diese Antenne sich absolut nichts bringt. Das ist wieder so typisch. Jetzt gehen wir mal vorsichtig, weil das geht jetzt schnell, das geht mit relativ wenig. Jetzt runter vom Boost her. Jetzt hatte ich irgendeine Intersection noch. Versuch mal direkt so tief wie möglich zu gehen. Duna-Informationen bitte. Duna-Informationen. Passt schon. Irgendwie lässt sich auch mein... Jetzt lässt sich deaktivieren. Ich wollte allgemein gerade über Duna mal Infos haben, Jungs. Duna-Infos. Da kriege ich doch Duna-Infos. Ungefähre Radius. Infos hier. Massebereich. Also wenn ich mit dem annehmen würde, hier, nee, 50.000 Kilometer Atmosphärehöhe. 50.000 würde ich kann auf 60.000 einen guten Orbit noch machen. Gut. Gut zu wissen. Jetzt ist das Problem wieder. Jetzt habe ich hierhin vorgespult. Ich ekliger. Hierhin vorspulen. Das dauert jetzt auch wieder seine Zeit, bis wir da überhaupt irgendwie ansatzweise hinkommen. Kommen wir eigentlich jemals da hoch? Hallo? Hallo? Verbindung verbessert sich auf jeden Fall. BPS. Die Pluto-Station? Ach so, auf der Erde. Ich habe einen sehr schwachen, Satelliten eingebaut, wie es ausschaut. Weil das Ding, macht nicht mal anders, weil es ist Mbit. Sekundenbereich hier was. Alter, der braucht eine Ewigkeit, bis er nach oben kommt. Jetzt haben wir bald echt ein Jahr Flugzeit. So, okay. Hier vorspulen und natürlich wieder rückläufig dann für den Boost, damit wir in einen standardmäßigen Orbit kommen. Da lassen wir ihn schnell mit SRS unterstützen, mit RCS RVS unterstützen. Sag mal RCS, das ist RVS und Antrieb hochboosten. Bin schon ganz oben. Oh. Bei den Rest schaffen wir sonst auch mit RSVS, aber. So. Wie viele Schübe haben wir hier noch frei? Das ist. Oh. Also können wir jetzt nur noch mit Glück die Rotation schaffen. Das ist ja sehr nice. Das ist die Frage, in welche Richtung dreht sich denn dieser Scheißplanet? Ich würde gerne mit der Richtung mitdrehen. Also ich glaube, dass es sich in die Richtung dreht. Dann schauen wir mal, wo ist die so oben unten.
Das müsste ungefähr hier sein. Manöver hinzufügen. Hallo. Und einmal. Oh, shit. Das wird teuer. Ich habe vollkommen überschossen. Ich habe nicht mal ansatzweise so viel SCS. Kacke. Also habe ich jetzt eine Station, die nicht in ihren Orbit kommt. Das ist perfekt. Nicht. Jetzt schwebst du hier oben drum, du deppertes Ding. Und bist total unnütz. Weil von der Flugbahn her ist es gerade ganz, ganz beschissen. Wie viel RSDS haben wir denn eigentlich vom RVS in Monotreib von 840? Ob sich das ausgehen würde, wenn ich jetzt sage, okay, warte mal, das probieren wir jetzt aus. Wie viel schaffen wir? Schubzeit wäre 12 Sekunden. Original. Mag wissen, wie weit wir mit dem RSDS kommen würden. Wenn ich auch mal das RSDS hier unter Kontrolle. Hallo! Achso. Umstellen vergessen. Hupsi. Hupsi, hupsi, hups. Wenn ich jetzt auf. Ja. Also ich kann es machen. Es wird halt Jahre dauern. Wir können es mal auf der Karte anschauen. Können ja mal vorspulen, hierher vorspulen. Dürft ihr gleich die Verbindung kappen. Ich mach mal einen starken Boost noch mit. Somit ist aber der Antrieb leer. Wir haben nur noch den Monotreibstoff. Und der wird auch nicht ewig halten. Nope, nicht ansatzweise. Au! Gut zu wissen, wir sind im Aufprallmodus. Aufprallmodus. Ja. Es kann sich nur noch um Jahre handeln, aber du siehst, man sieht auch, dass es halt sich überhaupt nicht ausgeht. Also war die ganze Mission wieder um so am. Irgendwie ist die Woche so komplett für den Arsch. Monotreibstoff geht zu rasch leer. Und. Das ist grausam. Ein Jahr Flugzeug für nichts. Okay, vielleicht sollte man. Ist ja gut. Eher versuchen, in den Orbit zu kommen. Und das Ding hier stabil um die Atmosphäre rumzuhalten, damit wenigstens die Nahrung nicht verloren geht im Notfall. Wäre vielleicht gar nicht so doof. Aber hey, das funktioniert ja auch wieder prima. Was hab ich denn da schon wieder gebaut? Wie viel MS brauche ich denn überhaupt für eine scheiß Anlaufbahn? Also das Gefühl habe ich nicht, als ob sie doch. Ah doch, warte mal, es wird immer mehr. Wir können das Ding hoffentlich in den Orbit kriegen. Vielleicht kriegen wir sogar in den 60 Kilometer Orbit. So wie es hier steht,
können wir bis auf 55.000 Kilometer runter. Wäre natürlich cool, so ganz knapp über der, auf dem Duna wenigstens drüber zu schießen. Dann wären es wenigstens schnell erreichbar, aber unnütz schnell erreichbar. Tank ist halb leer. Jetzt hätte sich, wäre sich nie ausgegangen, mit dem RCS das zu ändern. Dafür sind die Antriebe viel zu schwach gewesen. Aber wir haben wieder Erfahrung gesammelt und das ist doch eigentlich, was zählt. Wir wissen, man sollte vielleicht noch nicht aktuell diese Mission so probieren, sondern eventuell erstmal lernen, wie es genau funktioniert. So, wir sind bald wieder im positiven 3000 Kilometer, 1000. Zack, und wir gehen nach oben. Da ist der Oberorbit. Und der geht langsam nach oben. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. 14.000. 15. Bei 50 war der, ne? Wenn wir so bei 55 sind, sind wir sogar schon safe. Was natürlich cool ist, das sind nochmal 20 Kilometer weniger als. Ja, 20 Kilometer weniger wie bei Köbin. Was es natürlich angenehmer macht. So. Wir sind jetzt bei 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 und 50. Wir machen das, machen wir 52. 52, perfekt. Erst jetzt deaktivieren. Bis hier vorspulen. Nein, kein Manöver mehr. Manöver sind vorbei, meine Freunde. Hier vorspulen. Und wiederum auf den Orbitpunkt ausrichten. Alter. Wie knapp wir schon hier drüber fliegen. Hier. Oh, das ist aber verwirrend gerade. Oh. Und jetzt hat er ist jetzt an. Jetzt sind wir den wieder ein bisschen runter, weil der ist schon so hoch geworden. So. Den setzen wir wieder runter. Komm runter zu mir, mein Freund. 50.000 Kilometer. Das ist dein Ziel. Wir müssen halt noch ein bisschen runter gehen, aber dann sind wir wenigstens richtig schön zirkulär. Und das wäre ja schon mal genial. Weiß nicht. Sehe nicht, was passiert. Mal ausrichten lassen. Ausgerichtet. Mal nachrichten. Es ist. Das ist jetzt so da, wo man wirklich pingelig hackelt schon. So. Fünf, drei, das passt gut. 200 Meter Unterschied, denke ich, ist okay. Und mit dem View, wow, man sollte vielleicht den RCS dann ausschalten.
Mit dem Ausblick sollte man sich auch nicht beschweren. Warte mal. Dann ziehen wir hier oben hin, hier vorspulen. Da ziehe ich jetzt der eine Orbit hier drum. Der wird gleich mal einen Abbruch haben, oder? Nee. Die sitzen so, dass sie sich nicht verlieren, oder was? Wie cool ist das denn? Das ist mal cool. Nicht mal wirklich drüber verloren. Nice. Aber das ist doch mal eine Ansicht der Träume, würde ich sagen. Unser Flugmodul hat sich Richtung Duna begeben. Wir haben es geschafft. Nicht so wie gewollt, nicht wie geplant. Aber wir haben eine Station um Duna rumstehen, die Nahrung, Wasser und ein bisschen Monotreibstoff noch besitzt. Bedeutet eine temporäre Station plus eine weitere Übertragungsstation für Nahaufnahmen. Wir haben die Hauptsatellitendisch, würde ich jetzt nennen. Das ist das andere Teil, das können wir uns auch mal anschauen. Aber das hier ist natürlich schon genial, wenn es hier im Orbit hockt. Das Projekt Oraya hier, das ist ja wirklich so wie der weite Übertrager am Ende. Wenn wir jetzt noch eine weitere hochschicken würden oder sowas, keine Ahnung, irgendwas, was vielleicht andocken kann, tanken kann, das wäre praktisch. Aber das hier hat halt die volle Stärke mit diesem Riesenteil hier. Und ist natürlich dementsprechend auch. Ist das denn fertig? Ich glaube schon, ne? Geringe Auflösung, alle Betriebe müsste auch fertig sein. Stoppen. Die Oberfläche von Duna müsste nämlich auch mittlerweile fertig aufgenommen sein. Soweit wir es halt haben, ne? Kartentyp Slope. Da müssten wir es haben, oder? Da haben wir jetzt die Kartenübersicht für Slopes. Mit Höhenanzeige und Allometrie, glaube ich, haben wir auch schon. Genau, hier sehen wir die tiefsten Krater, wie es ausschaut. Biome haben wir auch schon. Bedeutet, sind eh gut dabei. Und jetzt kann dieser Satellit hier nur noch als Übertragungssatellit gelten. Der jetzt gerade auch seinen Job für uns hier mit unserer Duna Endora Station macht. Also Leute, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt Verbesserungskommentare, schreibt Verbesserungswünsche immer in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.